Hey Leute, was geht? Und willkommen zu einer kleinen Roomtour. Und zwar, ja, fangen wir mal an. Hier ist die Tür zum Ausgehen. Und ja, hier haben wir, steht normalerweise immer ein Fernseher drauf, aber den momentan im Zimmer unten, wo ich auch immer penne, weil ich penne so im Zimmer gar nicht. Hier zocke ich nur und alles. Hier haben wir ein paar Sitzsäcke, noch so Kisten, wo ganz viel Spielzeug und früher drin ist. Lego natürlich darf nicht fehlen. Fragt nicht, was das hier ist. Okay. Ja, dann haben wir hier ein Sofa, ein Schlagzeug, wo ich eh nicht drauf spiele. Hier haben wir einen Tischkicker, wo ich auch nicht drauf spiele. Hier haben wir einen Tisch. Da ist ein Ball. Hey, ein Ball. Cool. Und hier haben wir Bücherregal, eine Disco-Kugel, die ich auch nicht benutze, ein Fahrrad, was ich auch nicht benutze, eine alte Softbox, die ich auch nicht benutze. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Eigentlichen. Und zwar meine Zockerecke, hier ist mein geiler Gaming-Stuhl am Start und eine Softbox, die das Ganze hier beleuchtet. Hier haben wir das rote NT1A, hier unten haben wir unseren geilen Gaming-PC, der echt geil ist. Und wirklich, ich kann ja gleich mal über das Detail gehen. Hier Kopfhörer, zwei Bildschirme. Normal steht hier drüben noch ein Laptop, aber den habe ich momentan unten, weil ich damit noch Videos schneide und gucke. Weil ich momentan mit dem hier so ein bisschen Internetprobleme habe. Ich weiß, ich bin verbunden, aber unser Internet hat ein bisschen Probleme. Hier kommen wir schon zum Mischpult, das auch sehr nice ist. Das ist das, die hier, was hier steht, ja. Und meine Rocket ISCO FX Tastatur, meine Rocket Tien Maus und umgespielt Mauspad. Darunter liegt noch ein Rocket Alumic. Hier sind noch Boxen. Meine rote Intense, wie gesagt. Ich auch nicht ich benutze natürlich. So, hier haben wir einmal ein HP-Bildschirm. Was gar nicht. Keine Ahnung. Und das ist der andere. Hier oben eine Facecam. Eine. Links ist das eine Microsoft. Ne? So, und dann hier ist die Softbox. Ja. Fällt bald vielleicht. Dings, Videos. Facecam-Videos machen, wenn ich Bock habe. So, und dann kommen wir schon hier runter. Da ist ein Fußpad. Und ja, hier ist der PC. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung. Ist von Amazon sogar. Ich kann mal kurz erzählen, was der alles hat. Er hat ein Core i7, eine Grafikkarte, eine GeForce GTX 980er, 16 GB RAM, 1,8 Terabyte Festplatte und ja, das ist eigentlich schon alles, was man braucht, ne? Ich kann es ja kurz mal zeigen, Moment. Ich spiele mal ganz kurz offline Minecraft, ich kann es ganz kurz zeigen, wie nett ich halt wieder bin. Weil ich fahre halt morgen, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber heute ist der. Es ist 22.25 Uhr und heute ist der 25.03.2016 und morgen am 26. um 3 Uhr morgens fahren wir los Richtung Sylt. Geht's ab. So, hier sind wir schon. Sylt. Ich habe Internetverbindung, aber unser Internet ist unter noch ein bisschen am Struggle und das Ding hier hat halt auch kein WLAN, der PC, nur LAN. Und ich zeige euch auch mal ganz kurz alles. Ja, ich habe mir auch so einen Hintergrund rausgesucht, der geil ist. Naja, habe ich nicht. Warum ist das so stark? Ist alles so staubig hier oben. Also ihr müsst halt wissen, ich habe so ein Zimmer, wo ich unten so penne. Und eins, wo
ich zocke und ja, das, wo ich zocke, ist halt oben. So, ich kann schon mal ganz kurz, ne, ich zeige jetzt nicht. So, mein Spiel funktioniert wie gesagt nicht. Aber Einzelspiel, wir gehen jetzt immer mal hier in diese Welt, wo ich die ganze Zeit zocke. Offline. Und jetzt passt auf, ich drücke jetzt F3. Und erstmal vielleicht zocke Downfall. 3, 2, 1. Ach, dieses. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich glaube, ich muss am Ende nochmal alles drehen sogar. Die ganze Datei, also das ganze Bild, weil ich glaube, das ist verkehrt rum. Hier. 718 FPS. Wir machen einen Shader rein. Shader. Wir machen einfach mal den geilsten Shader rein, den ich habe. So, das ist der hier. Die. Genau. Zwar sieht das Wasser richtig geil aus. Könnte schon mal dieses Wasser. Und dann noch die FPS dazu. Moment. 148 FPS. Hier seht ihr mal ein paar Details. Und hier so ist der Shader, keine Ahnung. Okay, dann wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ich filme das Ganze übrigens mit Leica Mini, glaube ich, ja. So eine Vlog-Kamera. Werden wir wahrscheinlich auch bald Vlogs machen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Link zum PC ist unten in der Beschreibung. Kostet 1200 Euro, glaube ich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Wertung da. Bis dann. Ciao.